Nicht nur die Grenzen wären noch einige Zeit lang geschlossen geblieben, wie wir im Hintergrund sehen haben, sondern auch die Trockenheit. Die bleibt uns noch länger erhalten und damit heute miteinander zum neuen Wettering Regionalwetter. Wir stehen oberhalb von Nofels, ja, und am Karsamstag heute perfekte Wetterbedingungen. Wir sehen, der Himmel ist tiefblau, hat nur ein paar einzelne Quellwolken. Ja, und ihr fragt euch jetzt vielleicht, wieso hat es die letzten zwei Wochen kaum Schleierwolken gegeben in der Höhe? Die Antwort: zum einen fliegen weniger Flugzeug durch die Luft, das heißt weniger Kondenskeime, und zum anderen ist das Hochdruckgebiet so stark gewesen, dass es kaum feuchte Luft in der oberen Luftschicht gegeben hat, und die Kombination sorgt eben dafür, dass man einen super schönen blauen Himmel hatten die letzten Tage. Oder morgige Ostersonntag, der ladet in der Früh zum Ostereiersuchen im Freien ein, aber zieht euch noch warm an. Wir waren auf bei ca. 10 Grad Frühtemperaturen, ja, und am Nachmittag, da steigt das Thermometer dann so auf etwa 20 bis lokal 23 Grad in der Tallage unten an. Ja, und am Nachmittag, da können sich dann über den Berg wieder Quellwolken bilden, und die sorgen in der Nacht auf Montag ganz vereinzelt über dem Gebirge für das ein oder andere Gewitter. Der Montag, der beginnt dann aber noch einmal wahrscheinlich freundlich, und im Verlauf vom Tag, da werden die Wolken immer dichter. Von Norden her erwischt uns eine Kaltfront in der Abendstunde, und die sorgt aber nur für wenig Niederschläge. Die, die Glück haben und ein bisschen was in den Garten kriegen, die können so mit 5 bis 10 Liter rechnen, aber bei der meisten wird es wahrscheinlich eher zwischen 1 und 5 mm Niederschlag bleiben, und somit wird es auch die nächste Zeit recht trocken. Und zwar starten wir dann am Dienstag mit kalter Temperatur, so um die 4 Grad, und in die Wochenmitte rein, da werden die Frühtemperaturen, aber auch die Höchsttemperaturen wieder ansteigen, sodass wir bis zum Freitag wahrscheinlich schon zwischen 20 und lokal um die 25 Grad im Rheintal und im Wallgau erwarten können. Ich wünsche euch jetzt im Namen vom gesamten Wettering-Team frohe Ostern. Mein Name ist Lukas Alton, bleibt daheim. Ciao miteinander.